Ich grüße euch, Freunde. Heute zeige ich euch 13 Hours von Filmarena. Hier geht der Dank an Boris Gerke. Ich hatte die Edition bei Facebook gesucht und er hatte sich gleich bei mir gemeldet und sagte, hier, Vater, und ich hab's da. Dann konnten wir sogar tauschen. Also vielen Dank nochmal dafür. Kurz zum Film. Ich habe den vor kurzem gesehen und in dem Film geht es halt darum, dass im Jahr 2012 Islamisten in der libyschen Botschaft in Benghazi die amerikanische Botschaft angreifen und die Soldaten, die hier mitspielen, versuchen die Botschaft zu retten und den Botschafter und die anderen rauszuholen. Und dafür haben sie halt, oder der Einsatz oder die Rettung dauert halt 13 Stunden. Und ja, also ich kann euch den Film nur empfehlen. Und ist auch eine wahre Begebenheit. So, kommen wir jetzt zur Edition. Wollen wir mal öffnen hier. Ich hatte es noch nicht geöffnet. Steelbook ist leider ein WWA-Steelbook, also Worldwide Artwork. Kein exklusives, aber das Full Slip. Das ist Filmarena exklusiv. Schauen wir uns mal hier die Details an. Schriftzug. Das sieht richtig cool aus hier. Leicht glänzend und geprägt. Der Slip hier, die Oberfläche ist matt. Kommen wir mal zum Spine. Auch, ja, da sieht es hier. Auch geprägt leicht. Also gleicher Effekt wie vorne. Das ist hier die Limitierungskarte Nummer 361 von 1000. Speckcover. So, jetzt holen wir uns mal die Sachen hier raus. Das können wir uns ja mal hier hinlegen. Schauen wir uns mal das Booklet an. 13 Hours. Echt gestochen scharfe Bilder. Und wie gesagt, wer den Film nicht kennt, ich kann euch den nur empfehlen. Ich mag so Filme, wo man, ja, so gute Kriegsfilme, wahre Begebenheiten. Da gibt es zum Beispiel noch Lone Survivor, Zero Dark 30. Das ist schon so die letzten Jahre sehr gute Filme. Sieht echt cool aus. Viele Bilder, schöne Farben. So, das müsste Michael Bay sein. Wenn ich mich nicht irre. So, öffnen wir mal das Steelbook. Ach stimmt, das Steelbook hat noch ein exklusives Lenti drin von Filmarena. Das ist auch cool. Und Filmarena verpackt das ja immer doppelt. Das heißt, einmal ist Folie drum, wo nur das Lenti. Holen wir das mal. Das Booklet auch hier hin. So. Hier haben wir das schöne Lenti. Nur die Flagge im Hintergrund ändert sich, ne? Ja. Okay. Ist jetzt nicht sehr stabil, aber finde ich richtig, richtig schick. So, jetzt machen wir das Steelbook auf. Das gibt es halt in Deutschland auch, das deutsche Steelbook, das habe ich auch. Aber das werde ich wieder verkaufen, weil das reicht mir. Und ich wollte halt das schöne Full Slip noch dazu haben. Also, Rahmenprägung.
Das, was ich ja immer mag, ne? Schriftzug geprägt. Hier leicht Hochglanz. Sonst eher matt gehalten. Gucken wir uns den Spine an. Willst du nicht? Da, 13 Hours. Backcover. Okay. Jetzt nichts Besonderes. Hier nochmal das Ganze. Jetzt gucken wir mal. Oh, hier sind nochmal ein paar schöne Sachen dabei. So, hier haben wir nochmal die Charakterkarten. Hier ist das gleiche Cover, nur ein bisschen näher ran. Dann haben wir hier Steelbook-Cover. Und hier das Backcover. Ich glaube, das Cover gibt es von Best Buy exklusiv im Steelbook, wenn ich mich nicht irre. Müsste so sein. So, und dann waren hier noch ein paar kleine. Schon mal gucken, was das hier ist. Was haben wir hier? Ah, so kleine Kärtchen. Ja, sieht echt cool aus. Also ich finde es echt richtig gut gemacht. Und ich kann euch nur empfehlen, wer den Film noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Ist ein super Film. Ja, dann war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns natürlich wie immer beim nächsten Mal.